Ho, ho, ho! Moin Moin, ihr Nerd-Taster, herzlich willkommen zum 10. Türchen hier auf diesem Kanal. Ja, hier geht das ja Schlag auf Schlag. Ihr wisst ja, gestern 9. Türchen, ich heute 10. Türchen, immer so weiter. Ja, was ist heute? Also sag mal, der Titel, natürlich der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten. Und welcher kann das natürlich sein? Keiner anderes hat jemanden natürlich so damals geprägt oder keine Ahnung, in den 90ern, was ich immer so gerne sage, wie ihr wisst, nämlich wie Kevin allein zu Haus. Kevin! Und heute seid ihr dabei, was überhaupt Kevin allein zu Hause ist. Wenn ihr es noch nicht wusstet und so weiter, das werdet ihr jetzt heute alles erfahren. Ein 8-Jähriger wird von seinen Eltern, die mit dem Rest der Familie in den Weihnachtsurlaub nach Paris geflogen sind, zu Hause vergessen. Was würde man selbst da machen? Vermutlich dasselbe wie der einfallsreiche Kevin. Die Schotten dicht machen, unbehelligt vom nervigsten Familientrubel Fernsehen und Videos schauen, den Kühlschrank plündern und Pizza bestellen. Ja, da geht's natürlich ganz kurz und bei Kevin allein zu Hause. In den Hauptrollen war natürlich so Macaulay Culkin gewesen, John Candy, Daniel Stern und Joe Pesci. Regie hat damals Chris Columbus geführt. Der Film wurde ja dann halt 1990 gezeigt, in den USA gedreht. 20th Century Fox war die produzierende Firma gewesen und mehr müsst ihr nicht wissen, außer vielleicht noch, natürlich gut, Produzent und Drehbuch ist John Hughes und natürlich dann gibt es nochmal den John Williams als Musik. Ja, Kevin wurde allein zu Hause gelassen, wie es auch der Titel heißt. Wie gesagt, hier geht es um den ersten Teil, nicht um den zweiten Teil, weil der zweite Teil ist ja in New York und hier geht es um den ersten Teil, weil das ist wirklich mein All-Time-Weihnachtsfilm aller Zeiten. Und natürlich wurde der Kevin McAllister von seiner Familie vergessen. Die sind ja, wie gesagt, nach Paris gefahren und so weiter und er war ganz alleine. Natürlich sieht man dann halt so, wie man so ist. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie alt der war, glaube ich, 9 Jahre alt. Quatsch, ich habe doch gesagt, 8 Jahre. 8 Jahre ist er ja. Dann sieht man, wie er sich rasiert, dann hier natürlich so ein paar Sachen so macht. Einkaufen geht, ziemlich witzig gemacht und dann auch so einen alten, schrulligen Kerl halt sieht und wegrennt, aber der nach ihm noch so gesehen hilft. Ja, und natürlich gibt es 2 Kanoven, die natürlich dann Weihnachtsfest ein bisschen vermiesen wollen einbrechen. Und er macht so Slapstick-mäßig richtig schöne, tolle Sachen gegen die. Heutzutage würdest du doch sagen, ich hab dich geprankt. Na und er macht dann, wie gesagt, natürlich tolle, sag mal, Streiche für sie, dass sie irgendwann abdüsen. So, darum geht's eigentlich in Kevin allein zu Hause. Er bekämpft das nachher, sag mal, und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen am Schluss. So kann man Kevin allein zu Hause mal kurz deuten. Aber was könnt ihr noch mal kurz natürlich wissen, nämlich das hier. Ja, was müsst ihr noch wissen? Der Film war einer der ertragreichsten Komödien aller Zeiten und 1990 der kommerziell erfolgreichste Film. Es gab 2 Fortsetzungen in Kevin allein in New York. Auch unter Columbus 1992 landet Kevin im Plaza Hotel, wo dieselben Ganoven auftauchen. Wieder allein zu Hause von Raya Gisnell. 1997 fand unter Kalken statt, der sich damals aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hatte und war ein Flop. Ja, ich kenne den 3. Teil nicht. Ich habe da auch erst vor kurzem von gehört. Ich kenne natürlich beide Teile und ja, wie ihr das schon gehört, ist es nicht so was Besonderes. Und das war mein so paar Randfacts und überhaupt, was ist Kevin allein zu Hause? Und ihr wollt wahrscheinlich jetzt wissen, Note wird es ja nicht geben für, aber was könnt ihr heute hier gewinnen? So, ihr könnt nämlich hier ein gesponsertes und von mir ein kleines Teil dazu gepacktes Filmpaket gewinnen, was ja auch im Thumbnail zu sehen war. Und ihr fangt mal an, das habe ich jetzt beigelegt. Einmal ein kleinen Knuddel-Superman, den könnt ihr gewinnen. Eine Fallout 76, 76, ne, hier Musik-Collection hier, den könnt ihr dann noch dazu gewinnen. Und dann könnt ihr dieses, wie gesagt, Filmpaket hier gewinnen. Da wird natürlich Dankeschön nochmal an die Sponsoren. Das sind einmal Eurovideo, Pandastorm Pictures und Universal. Ja, fangen wir an mit Shock and Awe. Den könnt ihr gewinnen, Krieg der Lügen. Ganz cooler Politik-Thriller. Ja, den kann man sich eigentlich ganz gut angucken. Für mich war er so ein bisschen Mittelmaß, aber das ist heute auch nicht die Frage. Den könnt ihr gewinnen. Dann einmal Freddy Eddy, ein Psycho-Thriller. Deutscher Film, nochmal oben gesagt. Ja, den könnt ihr dazu gewinnen, von Eurovideo. Dann ein Martial-Arts-Film. Muss ich aber nochmal gucken. Brotherhood of Blades 2. Und dann nochmal die beiden Johnny English-Teile 1 und 2 von Universal gesponsert. Das kann einer von euch gewinnen. Ja, was müsst ihr dafür machen? Natürlich wieder die gängigsten Methoden hier, ne? Ein scheiß Google-Formular ausfüllen. Ein Google-Formular ausfüllen. Das füllt ihr aus, da steht alles drin, was ihr machen müsst. Und natürlich läuft das bis zum 30.12. Yo, da würde ich sagen, ne, ich mache jetzt hier die Düse und lass natürlich hier ein Abo da, ne? Ihr wisst ja Bescheid, so eine Art. So, ein Like und dies und das und bestellen und schauen. Bam!